Gib mir ein leichtes Schwert für meine schwere Hand. Also bisher macht es noch Spaß. Aber, die Pause war aber auch länger, als die meisten Leute, glaube ich, auf dem Schirm haben, weil wir ein halbes Jahr früher aufgehört haben, als wir Bescheid gesagt haben. Es ist aber, glaube ich, also für mich fast das Wichtigste, dass ich dadurch, dass ich jetzt im Moment sozusagen nur noch mir alleine Rechenschaft schuldig bin, dass ich viel mehr aus dem Bauch raus entscheiden kann. Ich merke, dass es wahnsinnig Energie spart, wenn ich mich auf die Sachen konzentriere, die mir nicht zu viel Energie rauben. Und meistens sind dies die Sachen, auf die ich auf den ersten Blick keine Lust habe. Relativ einfache Regel, aber wenn ich eine Anfrage kriege und sofort denke und dann so nachdenken muss, dann sind das meistens auch die Sachen, die sich am Schluss blöd anfühlen. Ich habe wirklich, bin viel spazieren gegangen. Ich habe unfassbar viel Musik gehört, was auch viel zu wenig Platz hatte, weil ich war einfach von frühester Kindheit an jemand, der eigentlich fast nur über Musik funktioniert. Und ich konnte jetzt mal wieder so, wir haben uns einen Plattenspieler gekauft, weil der alte war irgendwie seit, keine Ahnung, 8 Jahren kaputt oder so. Und man hat es nicht geschafft, irgendwie einen Plattenspieler zu ersetzen. Also ich habe sehr genossen, das nicht gleich wieder einzuteilen in was ist das, was ich eigentlich mache. So. Deswegen hat es eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, die Musik macht sich wieder dicke. Also ich würde sagen, für mich ganz persönlich, fast der Hauptgrund, das nicht mehr machen zu wollen, war, dass ich das nicht mehr sein wollte. Also, dass ich war auch müde, ich war auch im Arsch und so, aber ich weiß nicht, ob ich nicht nach 12 Jahren in einer Band, die auch so präsent war, sowieso irgendwann mal die Reißleine gezogen hätte, weil ich bin da nur teilweise für konfiguriert. Ich war dessen sehr müde, da irgendwie immer diese ganzen Sachen sein zu sollen. Und ich habe das sehr genossen, mal gar nichts mehr zu sein. Du sagst, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich sag, man reißt dich zusammen. Also es ist, glaube ich, bei mir zumindest immer so gewesen, dass natürlich eine Platte auch immer, oder auf jeden Fall Lieder zu schreiben, auch immer was davon hat, dass man was verarbeitet, was man damit dann auch schon wieder abschütteln kann. Und sogar als die Bring mich nach Hause rauskam, war ein Teil von dieser Schwere und Traurigkeit und so weiter schon wieder vorbei. Ne? Weil ich die Lieder natürlich da auch schon 2 Jahre davor irgendwie geschrieben hatte zum Teil. Also erstens bin ich sehr viel besser gelaunt und hatte aber natürlich auch Lust, jetzt einfach eine gut gelaunte Platte zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt noch ein Soloalbum machen würde, dass das wahrscheinlich wieder vielleicht sozusagen ausgeglichener wäre oder so. Aber ganz platt, ich hatte natürlich auch einfach die Schnauze voll von der ganzen Traurigkeit. Vielleicht um es ein bisschen geheimnisvoll zu lassen, also es werden auf jeden Fall Sachen gespielt werden, die, glaube ich, so richtigen Hardcore-Fans fast noch mehr Freude machen könnten, als wenn man einfach Heldensongs spielen würde. Was ich tatsächlich nicht machen kann, also ich habe es ernsthaft überlegt, weil ich mag die Songs noch, es gibt keinen Grund, sich da abzugrenzen. Ich hoffe nur, dass die Leute das verstehen, dass ich das nicht mit einer anderen Band spielen kann. Später kann ich mir das vorstellen, also wenn ich jetzt länger allein unterwegs sein sollte, dann kann ich mir das total vorstellen, dass man irgendwann, es sind ja meine Songs, so, also ne, irgendwie, Wir sind Helden war auch sehr meins, da gibt es irgendwie keinen Grund, das für immer abzuschneiden, aber nicht jetzt.